Du stinkst nach Schweiß unter der Achse. Ich könnte es nicht verkennen. Hör auf, willst du das auslenken? Ja. Okay, und deine Schlüssel mache ich auch besser. Look at those palm trees, damn! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich mal wieder im Zuhause-Shirt. Mal wieder in der Küche. Ich glaube, das wird jetzt unsere alltägliche Vlog-Situation. Keine Ahnung, aber irgendwie, seit diese Küche, mir war so klar, dass ich hier einfach den ganzen Tag in dieser Küche stehen werde, weil I love it. Aber es ist angegangen. Oh mein Gott, na, stopp. Wie macht man Couscous? Nee, Couscous nicht, Quinoa. Quinoa, wir wollen Quinoa. Heute gibt es Lachs auf Gemüse-Quinoa-Beet. Bett. Sagt man Beet oder Beet bei Gerichten? Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt mal versucht, ganz fancy auszudrücken. War nicht so ganz fancy, aber gut. Danach mache ich die Küche nochmal komplett sauber, sodass hier alles weg ist. Aber momentan durch das ganze Umordnen ist es einfach jeden Tag sofort voll. Also es reicht nicht, dass ich nur die Essenssachen wegmache, weil das mache ich sofort. Allerdings liegen halt Ordner rum, Schrauben rum, Dinge, mit denen wir arbeiten. Und ich freue mich, wenn das endlich Geschichte ist. So, wir brauchen ein Schneidebrett. Fertig, meine Gesichtsroutine muss ich noch ein bisschen weiterführen, aber erstmal wird gefuttert, denn David und ich haben Hunger. Ja, das ist jetzt das fertige Essen. Ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich selbst. Ich habe euch ja davor schon mal ein paar Mal beim Kochen mitgenommen, nur vielleicht denkt ihr jetzt, Sophia, seit wann kochst du so exzessiv? Wir hatten halt einfach nie den Platz in allen Wohnungen und jetzt, wo wir einen Platz haben, habe ich so Bock, neue Dinge auszuprobieren, beziehungsweise ich bin auch jemand, ich habe dafür jetzt keine Rezepte, sondern ich gucke, was ich zu Hause habe und dann kombiniere ich das und überlege, wie ich das machen könnte. Und heute hatte ich jetzt mal wieder das Gefühl, dass ich irgendwie nichts zum Essen zu Hause habe, aber es hat wieder geklappt, irgendwas hervorzuzaubern, was eigentlich ganz ordentlich aussieht. Jetzt wird gefuttert, Damian. Guten Morgen, beziehungsweise guten Mittag. Meine Güte, warum fange ich immer an mit guten Morgen? Es ist schon lange guten Mittag. Kein Kommentar. Es ist eben gerade ein Paket von Maison du Monde angekommen. Ich habe einen Teppich bestellt. Wie macht man den hier jetzt am besten auf? Das ist das, ich habe das tatsächlich als letztes bestellt. Das kam aber als erstes an, weil die meisten anderen Möbelsachen einfach so viel Lieferzeit haben. Das ist echt nicht schön. So, jetzt muss ich mal gucken, was jetzt hier passiert. Hier ist mit einer Schere. Ein Teppich, und zwar ein Jute-Teppich in folgender Farbe. Das ist nicht die Rückseite. Das ist die Rückseite. Sieht vorne eigentlich genauso aus. Ich mag die Farben total gerne und ich glaube, dass es sehr gut ins Schlafzimmer passen kann. Ich werde den mal hinlegen und gucken, ob das optisch so passen könnte. Werde ich direkt am besten, bevor ich ihn richtig hinlege, Boden staubsaugen und wischen. Oder passt auch nicht. Irgendwie ist er mir sehr hell. Aber warum eigentlich nicht? Ich glaube, wir müssen es einfach mal testen. Ich habe an dieser Stelle mal einen kleinen Deko-Haul für euch. Ich habe bisher sowas noch nie gemacht, weil ich an sich auch nie Deko gekauft habe, weil ich ja schon seit sehr vielen Jahren, beziehungsweise eigentlich knapp seitdem ich aus meiner Auslandsreise wieder zurückgekommen bin, weiß, dass ich in dieses Haus hier ziehen werde. Dementsprechend fand ich es irgendwie immer sehr sinnlos, Deko zu kaufen, weil ich finde, Deko kann man nur cool nutzen, wenn es einfach wirklich passt und man einfach happy ist, wenn man es sieht und das Gefühl hat, dass es einen Mehrwert gibt. Obwohl Deko ja gerade etwas ist, was ja gerade nicht so viel Mehrwert gibt, außer ein bestimmtes Raumgefühl. Deswegen finde ich, muss es halt einfach passen. Deswegen dachte ich, zeige ich euch mal, was so angekommen ist. Also gestern ist was angekommen, dann war ich heute noch was einkaufen und dann ist heute auch noch ein anderes Paket angekommen. Das, was ich schon seit längerem bestellt hatte, war Pampasgras. Ich glaube, das haben tatsächlich die meisten
von euch. Ich werde euch das Papasgras, was ich bestellt habe, unten verlinken. Es hat etwas länger gedauert, bis es angekommen ist und hier oben die Spitzen sind ein bisschen verknickt, aber ich finde es nicht so schlimm. Es waren insgesamt 10 Streben. Ich glaube, ich habe eben gerade 6 drüben. In meinem Schlafzimmer sind schon 4. Ich habe sie draußen natürlich schon ausgewedelt und mit Haarspray besprüht. Das solltet ihr auf jeden Fall machen, ansonsten habt ihr wirklich die ganze Zeit überall Fussel rumlegen. Und ich habe mir überlegt, dass ich passend dazu noch eine Vase kaufe. Und diese Vase habe ich heute in einem Gartenbedarfsmarkt gesehen. Ich weiß, dass es diesen Gartenbedarfsmarkt eher hier nur in der Umgebung gibt und dass es auch was Kleineres ist, aber vielleicht findet ihr irgendwie was Ähnliches, beziehungsweise ich gucke mal, ob ich irgendwie online was Ähnliches finde, dann kann ich euch das einfach mal verlinken. Und zwar ist es so eine durchsichtig rosa gefärbte Vase, wo ich dachte, dass das Papasgras ganz gut aussehen kann. Ich werde es mal ganz kurz ausprobieren. Ich glaube, man muss es kürzen, ansonsten sieht es ein bisschen affig aus, aber ich finde es echt ganz schön. Also muss man schon der Typ für sein. Aber ich glaube, wenn es noch ein bisschen gekürzt ist, dann ist es auch noch ein bisschen weiter zusammen und dann kann man es, finde ich, sogar auf den Boden stellen oder halt auf die Kommode, je nachdem, mal schauen. Aber ich finde die Farbe des Glases halt einfach so, so schön. Dann habe ich noch 2 Töpfe heute gekauft und zwar ist es zweimal der gleiche Topf. Den habe ich überlegt, über die Kücheninsel zu stellen. Ich bin mir noch nicht zu 1000% sicher, im Notfall gebe ich den wieder zurück. Ich werde es jetzt einfach mal austesten, wie es da aussieht. Irgendwie dachte ich, das könnte ganz cool sein, weil ich finde die Optik sehr, sehr geil. Das ist so ein Glas und außen ist es irgendwie wie so mattiert und rau und noch mit so einem Pulver beschichtet. Egal, ich mach's später oder frag Damian. Auf alle Fälle war ich dann im Gartenbedarfshandel eigentlich wegen einer anderen speziellen Sache und zwar habe ich dort Bambusbögen gekauft, denn ihr habt ja fleißig abgestimmt. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich fand's auch super spannend zu lesen, warum, wieso, weshalb, was für ein Kopfteil es werden soll. Und ich war ja schon von vornherein offen für mehrere Kopfteile. Ich habe mich jetzt erstmal für einen Kopfteil entschieden. Und zwar für die Nummer 1, wenn ich mir sicher, also ich hoffe, es war die Nummer 1. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die meisten tatsächlich für die 1 und die 4 gestimmt haben, beziehungsweise eigentlich war es relativ gleichmäßig, nur habe ich tatsächlich das Gefühl, dass 5 am seltensten gewählt worden ist von euch. Und ich glaube, ich werde bestimmt das auch mal variieren in den nächsten Monaten und werde euch da immer mal wieder Bescheid sagen. Ich habe jetzt auf jeden Fall diese Bambusbögen bestellt. Es sind immer 3 Stück. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir haben insgesamt 18 Bambusstangen. Ich werde das gleich einfach mal probelegen. Ich weiß nicht, ob das reichen wird oder ob es sogar zu viele sind. Ich habe gar kein Gefühl für. Ich weiß jetzt nur, dass ich 1 Euro pro Stange bezahlt habe. Im Internet habe ich sie nicht mehr gefunden. Die sind überall ausverkauft. Ich weiß nicht, ob jetzt jeder irgendwie Kopfteile zu Hause macht, weil so als Rankbogen im Garten habe ich es irgendwie noch nie gesehen. Mal schauen, wir werden es dann mal probelegen und dann werde ich euch das auf jeden Fall nochmal genauer zeigen, genauer berichten. Es ist ein bisschen grünlich, aber so what, das ist halt die Natur des Bambus. Wir kommen weiter zu meinem Depot-Paket. Ich habe bei Depot bestellt, weil ich einen Gutschein hatte von Depot. Fernanda, falls du das siehst, das sind die Sachen, die ich gekauft habe vom Gutschein. Vielen Dank nochmal, das haben wir zur Hochzeit geschenkt bekommen von einer Freundin. Ich habe erstmal ein paar einfache Untersätze bestellt, die sind tatsächlich dünner als erwartet, aber ich finde, wie ihr seht, so farbtechnisch passen die immer ganz gut zu all dem, was ich mir hier so vorstelle. Untersätze werden wichtig werden, vor allen Dingen, seitdem wir jetzt hier den Tisch verwenden. Dann habe ich mir 2 etwas schönere Geschirrhandtücher bestellt. Die sind so gepunktet, einmal hell und einmal dunkel. Einfach aus dem Grund, weil man hier bei uns das Geschirrhandtuch immer sieht. Das heißt, vielleicht wirkt es jetzt irgendwie kleinlich, aber ich finde es halt nicht so schön, wenn es dann halt knalle pink, knalle grün oder sowas ist, sondern wenn es dann so eine schöne gedeckte graue Farbe hat, finde ich, fügt sich das unauffälliger in die ganze Szenerie mit ein. Es ist der Seifenspender fürs Bad. I love it. Es sieht super, super schön aus. Ich bin sehr gespannt. Ich finde einfach, das Grün in dem Bad wird sich hoffentlich perfekt einfügen. Ich verlinke euch die Artikel auch unten nochmal. Auch mit dem Goldaspekt nochmal, da wird wahrscheinlich, also der Spiegel wird ja Gold sein und deswegen haben wir so ein paar goldene Elemente. Vielleicht kommt irgendwie an der Lampe noch irgendwie was Bräunliches oder sowas. Und ich finde, Gold ist auch etwas, was Holz, also wenn man es hier so nebendran stehen hat, oder mit dem Bambus hier, immer sehr, sehr gut wieder mit aufgreift. Deswegen bin ich sehr happy über den Seifenspender. Dann haben wir noch ein kleines Töpfchen, das ich sehr schön fand. Oh. Vielleicht kippt mein Paket um. Ist auch irgendwie mal was anderes. Hat so einen kleinen Verlauf. Und zwar wollte ich das für die kleine Pflanze, die da noch über ist, benutzen. Hat so ein bisschen einen Palmutt-Effekt. Also ich finde es sehr, sehr schön. Ich finde, man kann es eigentlich entweder ins Schlafzimmer tun, weil es, wow, das sieht sehr gut neben dem Pampasgras aus und der Rosanvase. Wo das alles zum Einsatz kommen wird, werdet ihr sehen. Dann habe ich noch eine Vase bestellt. Wie ihr seht, ich stehe momentan voll auf dieses grüne Glasding und auf das rosane Glasding. Ich habe nämlich unbedingt eine Vase gebraucht.
auch für Pampasgras fällt mir eben gerade ein, zum Beispiel. Oder für die anderen Trockenblumen, kommt entweder ins Bad oder ins Schlafzimmer oder sogar ins Gästezimmer, weil wie ihr wisst, haben wir jetzt eine grüne Couch fürs Gästezimmer bestellt. Also ich denke, da werden auch schöne Veränderungen finden. Das unspektakulärste von allem, allerdings bitter nötig, ein kleiner Kosmetikeimer fürs Bad. Ich habe jetzt mal an Grau gedacht, weil irgendwie wollte ich was Holzoptisches, aber irgendwie habe ich mir gedacht, na, ein Mülleimer darf erstens nicht zu teuer werden und zweitens, finde ich, muss da auch nicht der Augenmerk drauf gerichtet werden. Deswegen habe ich mir gedacht, hoffentlich geht das farblich so ein bisschen mit den Fliesen überein und mit dem Schwarz von den schwarzen Armaturen. We will see. Auf jeden Fall hat er nur 10 Euro gekostet, darüber bin ich sehr happy. Dann habe ich hier etwas schon rausgekramt, weil ich noch gar nicht gezeigt hatte. Und zwar habe ich so ein Dreier-Set Schalen, zum Beispiel eine Salatschale oder eine kleine Snackschale oder eine Dipschale, je nachdem, wie man es verwenden will. Das ist auch in diesem schönen Keramikgrün. I love it. Also das ist wirklich eine Salatschale, damit ich, wir essen so häufig Salat. Super, super schön. Also ich finde sie richtig, richtig schön. Das ist dann kombiniert mit dieser etwas kleineren Schale. Und dann gibt es hier noch die Dipschale passend dazu. Und da wir auch sehr häufig mal Dips oder sowas haben, finde ich, sieht das wirklich super aus. Und die Kombination mit dem braunen Möbel und mit der Küche und sowas, das wird schön. Wir sind super, super happy. Beziehungsweise Damian hat noch gar keine Ahnung, weil ich alles gekauft habe. Eine letzte Sache, und zwar habe ich noch eine Schieferplatte zum Servieren des Aperos beziehungsweise der Vorspeise und sowas. Habe ich so eine kleine Schieferplatte, weil ich finde, das Anthrazit macht sich sehr, sehr gut. Und ich finde, das sieht super elegant aus, wenn man da so kleine Häppchen drauf tut. Ich glaube, dieser Deko-Haul war ewig, aber ich hoffe, dass er euch gefallen hat. Also, dass ich euch so ein bisschen genauer mitnehme. Aber wie ihr wisst, ich bin auch jemand, ich kann mich da nicht kurz halten, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich mich ausführlich erklären will, wo das alles hinkommt. Aber das werde ich euch ja dann Stück für Stück zeigen. Jetzt brauche ich es gar nicht noch ordentlich hinstellen, weil der Rest ist noch gar nicht ordentlich. I love it, I love it, I love it. Ich liebe dieses Lied. Ich werde euch das unten verlinken. Ich werde euch die Künstler verlinken. Ich war tatsächlich mit demjenigen, der den Remix gemacht hat, in Kontakt. Denn ich habe ihn gefragt, ob ich den Song verwenden darf für mein Kollektionslookbook. Und er hat ja gesagt, worüber ich mich wirklich extrem, extrem freue. Das, was ich mache, wenn ich so ein Lookbook plane, die Sommerkollektion kommt Ende diesen Monats raus. Wie ihr seht, sowas ist immer die Produktion von den Fotos, von Video, das ist alles immer sehr kurzfristig und kommt dann sehr flott. Allerdings kann ich euch sagen, dass wenn ich so ein Lookbook mache, ich meist zuerst die Musik auswähle. Einfach aus dem Grund, wenn ich die richtige Musik in meinem Kopf habe, dann kommt der Rest und die ganze Story in dem Video automatisch und der Look des Videos und wie ich das schneiden will. Und dementsprechend mache ich das so, um diese Story, wenn die dann in meinem Kopf ist und wenn ich den Song einfach geil finde, nochmal so ein bisschen genauer zu sortieren, gehe ich das Lied Cetrian mal durch, wie ihr eben gerade gesehen habt, und schreibe dann so einfach mal auf, wie dieses Lied aufgeteilt ist. Also ich habe einfach wirklich genau die Sekunden und sehe dann ungefähr, wie viele Blöcke das sind. Ich werde gleich nochmal einen Durchgang machen, wo ich einfach dazu schreibe, hey, das ist eher was Ruhiges. Und dann werde ich gucken, wie viele Teile ich mit ins Video reinbringen will und wie ich das Ganze aufteilen will und wo das dann reinpasst, was für ein Schnittstil passt. Ich persönlich habe mir bei diesem Lookbook, wir werden es diesmal nicht im Ausland drehen können. Das letzte war ja in der Schweiz, das andere war auf Mauritius und eigentlich wollten wir diesen Sommer zur Sommerkollektion wieder irgendwo Richtung Strand fahren, um es zu drehen. Durch die Gegebenheiten ist das Ganze natürlich nicht so leicht umzusetzen und auch in Kombination mit dem Haus und sowas ist es leider momentan nicht wirklich möglich. Zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen. Dementsprechend werden wir uns lieber hier mehr Zeit nehmen und dementsprechend wollte ich ein bisschen eine Story einbinden, so eine beste Sommer des Lebens Story, auch trotz der Umstände, wie man sich zu Hause schön machen kann oder hier in Deutschland vor Ort. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Lookbook wird, weil ich freue mich extrem drauf. Mit dem richtigen Song macht es automatisch nochmal 10 Triaden mal mehr Spaß. Thank you.
passiert? Was krieg ich gesagt? Du kriegst gar nichts gesagt. Oh, schau. Ja, mal gucken, wann überhaupt irgendwas auffällt. Oh, neue Töpfe! Das ist immer, ich komme nach Hause und es ist irgendwie immer was neu. Das Geschirrpad ist echt schön. Fällt mir gut. Ja. Okay, Hausbesichtigung. Schöne Töpfe, die sind echt schön. Findest du? Geht so. Gefallen dir nicht? Sind okay. Ernsthaft? Doch, dann gebe ich sie zurück. Wie schaut denn das Rot so? Das Rot war. Okay, sieht schön aus. Das ist Violett. Violett. Aha. Hm, neue. Oh, neue. Wahnsinn. Was sind das? Schalen? Die sind echt schön. Da habe ich erstmal gezweifelt. Ich muss den Teppich. Daran können wir den Teppich gleich reintun, bitte. Einmal. Dankeschön. Aha. Das ist fürs Bett. Ja. Schön. Müssen wir aufbauen, gell? Oh, neue Handtücher. Nee, neue Seifenspender. Was hältst du vom Seifenspender? Das ist schön. Das ist echt super. Ich finde, grün passt doch. Okay, das hätte vielleicht so matter Gold sein müssen, aber ich denke, nach einer Zeit wird es eh matt. Ja, kann das wird so schnell matt. Kann man spielen. Flügel ist mal aus. Das ist die vordere Oberseite. Ist das gerade? Sehr schön sieht das aus. Findest du? Darf ich schon ins Bett schwimmen? Nein. Okay. Ich muss nochmal gucken. Ich bin unsicher beim Teppich. Ja. Ich bin eben nicht so. Wir brauchen noch eine halbe Stunde. Was sagt das Video? Irgendwie ist mir das zu kalt im Vergleich zu den anderen Sachen. Die sind alle so warm. Das ist irgendwie so kalt. Vielleicht ist es einfach ungewohnt. Ungewohnt. Ich weiß noch nicht. Da ist auch einfach zu viel Pampasgras im Hintergrund. Aha. Letzte zu 100%. Unser Abendessen ist ready. Heute haben wir einen gemischten Pflücksalat mit Hähnchengeschnetzeltes und einem Granatapfel und Koriander. Und Avocado ist irgendwo noch unten drunter. Mmh. Nein. Es ist deins, okay. Guck mal, wie sieht es hässlich aus. So verstecken. Das war ein Scherz, nein, sieht immer noch sehr schön aus, farbig. Ich kriege jeden Tag sowas Leckeres zu essen. Ja. Lecker, ne? Ich liebe gutes Essen. Ah, freue ich mich auf die Treppe hier. Dieses Gerüst, das macht mich schon noch so ein bisschen. Schön, wenn es weg ist, bald. Ja, die Treppe wird Stimmung machen. Das sieht dann deutlich fertiger aus als nur so ein Gerüst hier. Ein braunes Gerüst, dann muss ich so ein paar Sachen machen. Ist es auch Video, der Spritzer? Ja. Sonst mache ich jeden Tag die Küche sauber. No! Ich habe auch schon. No? Ich habe auch schon. Einmal, glaube ich. Ganz am Anfang einmal. So. Damian? Also. Ich habe eben gerade heute Abend noch zuckerfreien Schokopudding gemacht. Und zwar sieht das ja wirklich hier aus wie Schokopudding, würde ich mal sagen. Man kann sich zumindest vorstellen, nee, sieht eigentlich schon echt sehr so aus. Es ist bestehend aus einer Avocado, einer Banane, Dattel, ein bisschen Haselnuss ist drin. Genau, was war das? Kakao vor allen Dingen, relativ viel Kakao und etwas Erythrit. Erythrit gehört zur Gruppe der Zuckeralkohole und ist frei radikal. Okay. Hast du gesagt. Sehr schön. Stimmt das? Keine Ahnung. Aber probier mal den zuckerfreien Schokopudding. Ich habe schon probiert. Ja? Ja. Gibt es dazu noch Schokolade? Hey, ehrlich. Sehr lecker. Es schmeckt nicht nach Schokopudding. Findest du nicht? Ich würde es nicht Schokopudding nennen. Ich würde das, wie nennen wir das? Kakamole. Von Kakao. Kakamole ist eine Kombination aus Guacamole und Kakao. Und es ist süß, die Kakamole. Oder? Lecker. Ich liebe Kakamole. Putzen! Mit dieser Nachricht würde ich mal sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle von dem Vlog, weil ich bin morgen den ganzen Tag auf einem Junggesellenabschied. Damit ist alleine hier, vielleicht vloggt er ja doch noch ein bisschen hier. Ich lasse dir mal die Kamera aufgeladen hier, falls du Bock hast zu vloggen. Weil ich glaube, du bist morgen beschäftigt hier, oder? Was ist denn das jetzt gewesen? Das soll ich auch nur dich machen morgen. Natürlich vermisst. Ich auch. Du kannst doch gar nicht ohne mich mehr schlafen. Auf alle Fälle. Habe ich einen Crew-Check? Nein. Auf alle.
Mein Hand bleibt in der Pulli. Ja, weil du so rau bist. Das ist so ekelhaft. Auf alle Fälle verlinken wir euch hier den letzten Vlog. Da könnt ihr sehr gerne reinklicken. Hier unten könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann habt ihr erstmal jetzt ein Vlöckchen und dann hören wir uns wieder und hoffentlich wird das Wetter besser. Ich nerv, gell? Ich hab keine Geduld. Damit ist manchmal voll anstrengend. Hoffentlich wird das Wetter demnächst besser, dann können wir nämlich endlich mal die Terrasse weitermachen und fertig machen. Also wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video und bis bald. Tschüss.